my destiny. So I'm looking through my memories, falling into jealousy. How can I miss you? Really just my enemy. Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal Kreativ Tobi. Und heute zeige ich euch, wie man Sockelleisten vom Fußboden mit Acryl richtig ausspritzt, damit ihr dann eine schöne saubere Kante habt und die Schlitze hier an der Sockelleiste geschlossen sind. Wie das funktioniert, sehen wir gleich. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen und schreibt einen Kommentar, wie ihr das machen würdet oder ob es vielleicht andere Methoden gibt. Könnt ihr den Leuten in den Kommentaren helfen? Abonniert meinen Kanal. Habe ich schon gesagt? Weiß ich nicht. Macht es aber. Genau. Ich würde sagen, wir starten gleich. Und zwar nehme ich, um die Sockelleiste abzukleben, wir wollen ja eine saubere Kante haben. Hier das KIP 3808, 30 mm. Könnt ihr auch ein breites nehmen, ist eigentlich scheißegal. Wenn der Bodenleger, in dem Fall waren wir das, hier diese Nägel drin gelassen hat, dann ziehen wir die einfach raus. Und hier diese Löcher, die schließen sich dann mit dem Acryl. So. Jetzt kleben wir das Ganze ab. Und ihr seht, ich lasse hier so 2-3 mm Abstand, weil wenn wir das direkt an die Leiste kleben, dann hat es keine Drei-Flanken-Haftung, also hier, hier und innen. Deswegen haben wir jetzt halt ein bisschen Abstand und kleben das so komplett der ganzen Sockelleiste ab. Achtet auch, dass ihr es gut angedrückt habt. Und jetzt haben wir hier Acryl. Das könnt ihr im Online-Shop kaufen, wenn ihr Acryl braucht. Spart ihr 7% Rabatt mit dem Code KreativTobi auf farbe-bestellen.de. Packe ich euch in die Videobeschreibung des Acryl. Und jetzt gibt es einen ganz interessanten Trick. Und zwar, damit unsere Hose nicht dreckig wird, wenn wir das Acryl abputzen, machen wir uns hier so eine Fläche, dann können wir unseren dreckigen Finger hier so abschmieren. Ich glaube, das ist nicht mehr allzu viel. Werden wir gleich die Tube wechseln müssen, dann seht ihr auch gleich, wie das funktioniert. Und jetzt mit kontinuierlichem Druck dann einmal so entlang ziehen und es hier in die Fuge spritzen. Kann sein, dass es manchmal tiefer ist, manchmal nicht so tief, dann müssen wir da einfach nochmal nachspritzen. So, genau das meine ich. Jetzt ist hier noch so ein Riss. Gehe ich jetzt einfach nochmal drüber und gebe einfach nochmal ein bisschen mehr Acryl dazu. Jetzt müsste die Tube auch leer sein. Ja, die wechseln wir jetzt mal. So, nehmen wir unsere neue Tube, unser Messer, schneiden hier die Kappe ab. Und wir können auch die alte benutzen, weil da ist ja noch ein Haufen Acryl drinnen. Seht ihr? Können wir die einfach draufschrauben. Wichtig ist, wenn ihr die neu habt, schneidet die so steig ab. Weiter geht's. Und wichtig ist, wenn ihr drückt, sofort in Bewegung sein, damit ihr nicht so einen fetten Bart hinbekommt. So, von der anderen Seite noch. Das hätten wir dann mal. Und jetzt kommt der Finger zum Einsatz. Mit dem werden wir jetzt mit Druck an der Wand entlang fahren, damit sich das überschüssige Material am Klebeband dann befindet. Also ich lege den so an mit Druck an der Wand, damit wir das hier so schön glatt ziehen können jetzt. Das macht ihr dann so zweimal, damit es auch sicher dann eine schöne Kante gibt. Und jetzt seht ihr, zack. So, das Gröbste ist jetzt geschafft. Jetzt müssen wir noch natürlich das mit Farbe streichen, je nachdem, was für ein Farbton ihr habt. Wir streichen das jetzt einfach mit Weiß und dann können wir das Kleben abziehen, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Haben wir hier meine Farbe. Farben könnt ihr auch im Online-Shop kaufen. Gibt es alles, was ihr wollt. So, nehme ich meinen Pinsel. Ein Vorteil wäre natürlich ein kleiner Pinsel, habe ich jetzt nicht. So, nehmt ihr schön Farbe, nicht zu trocken und streicht hier schön das Acryl an.
Und jetzt haben wir natürlich eine Fettkante von der Farbe. Nehme ich meinen Roller und mache ich jetzt nicht unbedingt Farbe drauf, sondern roll einfach nur leicht hier die Struktur nach die Kante. Und achte darauf, dass ihr nicht in die Fuge reinrollt, sonst habt ihr so eine komische, ja, sieht dann komisch aus irgendwie. Die Kante ist jetzt weg. Und jetzt können wir unser Klebeband abziehen. Das kann ich jetzt einfach abziehen und ich mache das immer so schräg, damit die Kante auch schön fein bleibt. Und jetzt seht ihr, wow, wir haben eine schöne Acrylfuge. Zack, fertig. Ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, wie eine Acrylfuge funktioniert an der Sockelleiste. Schaut jetzt sehr sauber aus, finde ich. Und ja, könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr findet, dass es gut aussieht oder nicht. Habe ich schlecht gemacht, habe ich es gut gemacht? Sagt es mir. Soll ich jetzt, wie machen wir es mit Cola? Hast du keine? Nee. Auch keine Fanta? Nee. Leider haben wir jetzt wieder keine Cola da, aber wir machen es jetzt mit Fritz Limo. Ist auch gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt in die Kommentare, was man vielleicht verbessern könnte. Dann würde ich sagen, how to open a Fritz Limo an der Baustelle heute mit einem Edding. Oh nee, nicht schon wieder. Das war ein Fail. Naja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Prost Leute und bis bald.